Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA. In der letzten Folge haben wir hier gegen Gladbach 6-0 in der ersten Hälfte gespielt. Und wir schauen jetzt, wie wir das Spiel beenden. Wir sind im Anstoß. Warum? Warum sind wir im Anstoß? Die Bayern liegen hier vorne, war ein guter erster Durchgang für die Münchner. Ja. Die Frage wird sein, ob sie jetzt auch so weitermachen können. Man merkt schon. Ich merke schon, ja. Es wird... Da kann er sich den Ball holen. Es wird schon wieder anspruchsvoller. Auf außen hat Gnabry Platz. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Ich habe eigentlich in die Mitte. Ich wollte eigentlich mittig schießen. Das frühe Pressing jetzt. Ballgewinn, gefährliche Position. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Gut durchgesetzt, gefährlich. Und Tor. Oh, der Ball ist im Tor, aber nee. Der zählt nicht. Es war abseits. Harte Entscheidung. Was? Echt? Aber wohl auch die richtige Entscheidung, Wolf. Auch wenn es natürlich so unglaublich echt eng war. Oh, ich habe da jetzt nicht. Ich habe den laufenden Spieler nicht beachtet. Ja, das war jetzt dumm. Das war echt dumm, ja. Ja, aber mein, kann man nichts machen. Bei Chelsea gibt es einen neuen Spieler. Man hat sich intensiv um ihn bemüht und nun hat es also geklappt. Er hat endlich unterschrieben. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Ja, jetzt liegt was in der Luft. Ja, Tor. Sie machen das Tor. Tor. Oh, der ist abgesprungen. Der hat ihn nicht richtig halten können, der Torwart. Das war jetzt gerade echt ein geiles Tor. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz gut im Tor unterzubringen. Ja, da habe ich einen echten Torwart echt dumm getroffen. Haben sich gerade die Gladbach-Fans gefreut, dass sie nicht getroffen haben und dann ist er noch ins Tor gesprungen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Kimmich weiter am Ball. Da ist die Flanke. Ja, Tor. Er schießt sie heute fast im Alleingang an. Tor Nummer 3. Ja, dann mache ich noch ein Tor zur Sicherheit und dann. Noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann müssen wir hier seinen Nerven steigern. Jetzt haben die echt schon wieder in Slow Motion. Müssen die echt die Gladbach-Fans so auf die Palme bringen? Aber man sieht, der Torwart hat den Ball nicht angefasst. Er hat sich zurückgewirkt, hat sich vom Ball weggedreht. Warum? Ach, mein Spieler, da speckelt die wieder Spieler. Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Kevin Prince Boateng hat's gemacht. Er ist frei, da kann was draus werden. Ist es das? Ja, es ist das Tor. Schon wieder gegen Torwart gespielt. Das war jetzt das letzte Tor, was ich mit meinem Spieler mache. Oder ich schaue, dass es das letzte ist, weil ich wollte die 4 Tore machen für das. Klasse gemacht. Für die Punkte? Ja, da bin ich über den Torwart gestolpert und habe ihn so noch ins Tor mit dem Oberkörper reingeknallt. Ja, über das Tor kann man sich tatsächlich freuen. Das war tatsächlich reinstes Glück gerade. Reinstes Glück. Ja, ich habe meine 4 Tore. Dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Flanke kommt. Da können Sie erstmal klären. Ja, ich habe jetzt einen Spieler getroffen. Ich habe gerade gesehen, ja, das bringt nichts, wenn ich jetzt Zweikampf mache, wenn der Ball hinter dem Spieler ist. Da habe ich ihn weggetreten, glaube ich. Ja. Es gibt Freistoß für die. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Ja, Wolf, Leroy Sané verlässt den Platz und Kingsley Coman kommt rein.
Ja, und der kann natürlich jetzt nochmal für Impulse sorgen. Auswechslung in unserem Team. Und klasse durchgesetzt. War das ein Zweikampf? Ja. Da macht er zu. Ja, das war tatsächlich ein Spaß. Ich dachte, ich habe ihn gerade gefault. Für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen Bayer Leverkusen. Und klar, da sind wir mit dabei und werden das Spiel ebenfalls kommentieren. Da wird er unter Druck gesetzt. Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Der Angriff könnte was werden. Ja, der wird tatsächlich was. Das war eine gute Vorlage. Jetzt stand mein Spieler halt perfekt da. Musste ich einfach nehmen. Die Chance. Musste ich nehmen jetzt die Chance. Das war eine richtig gute Chance. Einfach nehmen. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz klar vorne. Ja, und ich halte mich ein bisschen zurück sogar. Gut, ich will ja auch. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Der kommende Gegner. Irgendwie verliere ich den Ball. Es geht gegen den ersten FC Köln. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau. Abseits. Da ist er zu früh losgelaufen. War nicht zu übersehen. Abseits. Abseits. Ab und zu wird es halt nichts mehr abseits. Und da ist der Ball wieder weg. Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabry. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Abseits. Was Echt? Für ein Glück, der wäre durch gewesen. Echt abseits? Ah ja, mein Spieler natürlich. Wie? Aber so richtig ganz knapp ist abseits. Willst du mich wieder verarschen? Aber mal kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Bouchet, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. So. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal extrem ruhig. Die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Ja, wir spielen gerade schon wieder. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Oh, toller Pass. Das wär ein geiles Tor gewesen, hätte er nicht getroffen. Aber mei, es kann ja nicht jeder Ball treffen. Ich hätte nochmal passen sollen. Aber mei. Aber jetzt gibt es erstmal Freistoß. Oder Ecke. Oder beides. Ne, Ecke, ich nenne es jetzt einfach Ecke. Ah, ich drücke immer X. Ich muss ja Viereck drücken. Ich muss ja Viereck drücken, nicht X, ich Idiot. Aber Sommer verhindert das Tor. Macht diese Gelegenheit zunichte. Ja, meine Spieler werden langsam kaputt. Da passt er auf. Goretzka. Der Volley. Chance Das Endlauf. Hätte was werden können. Gute Möglichkeit. Tor. Wie macht er den denn rein? Das war gerade echt ein Glückstreffer, Mann. Ich dachte einfach mal wieder versuchen und einen Schuss rein. Schön, wenn die Kommentatoren gern mal ein bisschen lauter werden. Auch wenn die Zuschauer hier gerade so rumschreien. Wäre halt schön.
Weil selbst ich verstehe die nicht. Also nicht richtig. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. Geht da voll in diesen Zweikampf. Die verlieren den Ball immer zu schnell. Wenn die Es gibt einen Treffer im Freiburg-Spiel. Alle Infos kommen jetzt aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Freiburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 83 Minuten. Vielen Dank für die Info. Sie verlieren den Ball. Ja. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Und oh, da wäre jetzt Platz. Und doch. Wunderbare Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, ja, das ist total gutes Tor. Szene. Was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Ja. Aus dem Lehrbuch. Ganz starke Vorstellung. Jetzt kurz vor Schluss machen sie weiter. Weiter geht's. Also, naja. Das Spiel ist eigentlich. Die Schwierigkeit steigt von Spiel zu Spiel, aber. Eiskalt vor dem Tor. 5 Tore habe ich mit Müller schon gemacht. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Das macht er gut. Er strauchelt kurz. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Ja, jetzt habe ich mit Müller 6 Tore. Und auch ein klasse Konter. Genauso macht man das genauso. Aber das ist halt immer Zufall, welcher Spieler gerade da ist. Und dann ist er zufälligerweise Müller zum 6. Mal. Aber dass der reingegangen ist. Na gut, der war halt extrem scharf. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Ach, jetzt bin ich auf einmal. Ja, die Spieler sind alle verausgabt. Die müssen mal wechseln. Machen Sie gut. Ball erstmal weg. Die Spieler sind alle verausgabt. Ja, der ist natürlich noch vollgab drauf. Jetzt muss ich echt die nutzen, die nicht verausgabt sind. Er bekommt die Unterstützung. Wir hören den Schlusspfiff, der Sieger dieser Begegnung. Es gab keine Bayern München. Nachspielzeit, oder habe ich die zu übersehen? Im ersten Spiel und das zeigt, wie gut der Trainer gearbeitet hat. Auf den Punkt die Mannschaft perfekt eingestellt. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Mit diesen vielen Treffern hat er seine überragende Form der letzten Zeit bestätigt. An diesem Sieg war er logischerweise maßgeblich beteiligt. Weiß ich. Ich und Müller haben eigentlich zusammen 12 Tore gemacht. Jetzt kommen wieder die Highlights. Da rede ich auch ein bisschen rein. Also, ich kann sagen, bis jetzt ist jetzt der 12. Part, wenn ich mich nicht täusche. Bis jetzt steigt die Schwierigkeit zwar, aber ich denke, es ist halt immer noch Amateurschwierigkeit, nicht? Aber ich beschwere mich nicht. Dann versuche ich jetzt, eine Challenge aufzubauen in diesem Game. Jedes Spiel mit einem 0-Gegentreffer. Also ich mache immer Tore, aber der Gegner darf keins rein. Das versuche ich jetzt durchzuziehen. Und das Tor! Chance lebt noch! Ja, war das ein Tor? Wie macht er den? Ja, das war der. Das war das. Das gute Tor mit einfach draufgeschlossen. Das Glückstor. Alles war das spitze Tor. Aber mich wundert es, dass die Spieler nicht ausgewechselt werden. Die sind nämlich fast alle kaputt. Oder muss ich die selber irgendwie auswechseln? Das macht er gut. Er strauchelt kurz,
Gut durchgesetzt, gefährlich. Ich glaube nämlich nicht, dass ich die Preis auswechseln kann. Das macht der Trainer. Genauso macht man das, genauso will das der Trainer sehen. Da haben sie ja Tempo ausgespielt. Ja. Wir hatten noch die Szene. Ja. Der Thomas. Aber es sind dieses Mal extrem viele gute dabei, also grüne meine ich. Kimmich wurde zwar ausgewechselt, aber das war echt gut. Spieler des Tages war Müller. Weiter. Wir hatten Ballbesitz von 53%. Schüsse 23, erfolgreiche Pässe 77 und Zweikämpfe 62. Natürlich, wenn der Gegner Ball hat, dann... Weiter. Auf den anderen Plätzen. Dortmund ist weiter. Startelf, da bleibe ich wohl drin. Ich bin aufgelevelt. Es gibt wieder Training. Aber erstmal gucken wir uns mal unsere freigeschalteten Vorteile an. Was war's? Direktschuss. Verbessert deine Abschluss. Na, was laber ich da? Doch. Verbessert deine Abschlussfähigkeit bei Direktannahmen oder Kopfbällen. Gewährt die Effektschusseigenschaft, die Flair-Eigenschaft, die Außenrissschusseigenschaft und die Power-Kopfball-Eigenschaft und verbessert deine schwacher Fußeigenschaft. Schnelles Herankommen. Torhüter-Tempo wird gestärkt, wenn du sprintest oder rausläufst. Ne, bis jetzt halt echt will ich das defensive Abdeckung drin lassen. So, da muss ich defensiv auf jeden Fall stärken. Defensive. Ja, so lasse ich es. Fertig. Von 36 auf 40. Ich muss defensiv hoch machen. Muss ich mal reingucken bei Tempo. Ja. So lasse ich es auch. Erstmal gehe ich auf defensiv. Weiter zurück. Warte, ich habe einen Punkt rausgenommen. Wo denn? Ja, hier habe ich den Punkt rausgenommen. Zurück. So, dann machen wir noch das Training. Müller gibt Gladbach Abwehr mit 6 Toren keine Chance. Lenz gewinnt Rennen mit Julia Baumgartlinger. Dreierpack für Müller. Ich habe in dieser Partie echt mit Müller gemacht. Echt viel mit Müller gemacht. Dribbeln, Abwehr, Schuss. Dribbling-Schuss, mache ich den mal rein. Dann Standards. Elfmeter-Duell, da war ich ja scheiße drin. Mach mal präzise Elfmeter, vielleicht bin ich dann irgendwann besser. Abwehrszenarios. Ja. Abwehrszenarios. Machen wir mal ein schweres Abwehrding. Übung spielen. Entschuldigung, muss gerade niesen. Hab mich gemutet. Bewege dich durch das Tor zwischen den Figuren und schieße hoch oder flach, je nachdem, welches Tor gerade gesperrt ist. Flache Vollspannschüsse eignen sich gut für hohe Tore. Schuss R1. Schusskreis, R1 plus Schuss, abgeschnittener Schuss. L1, R1 flacher Schuss und L1 Lupfer. Ja, mal gucken, wie es ist.
Flacher Schuss. So. Ah, ich muss flacher Schuss. Moment, flacher Schuss. Das war jetzt falsch. Das war wieder falsch. Abgeschnittener R1. Hä? Irgendwas mache ich hier gerade echt falsch. Nochmal. Dribbel durch die Tore. Tor. Ach, ich habe nur bestimmte Zeit, wenn ich... Natürlich treffe ich da nichts. Flacher Schuss. Flacher Schuss. Die schaffe ich. Flach. Jetzt sind es natürlich flache Schüsse nur. Natürlich geht es dann einfacher. Grandios, das lasse ich mal so. Also R plus Schuss ist hoch für abgeschnitten und R1 plus R2 plus Schuss ist flacher Schuss. Gut, das merke ich mir. Werde ich mir wahrscheinlich sowieso nicht merken. Schieße durch die Lücken zwischen den Figuren. Für getroffene Ziele gibt es Extrapunkte. Tipp, setze vorsichtig die Bewegung ein, um das Fadenplot zu steuern. L zielen und R, also linker Stick zielen und rechter Stick bewegen. Okay, probieren wir es aus. Ja, das war perfekter Schuss. Schuss. Wieder perfekter. Vielleicht schaffe ich hier perfekte Punktzahl. Schuss. Das war jetzt trotzdem noch. Da geht mehr. Echt jetzt? Ich bin doch gerade nicht schlecht. Perfekt. Schuss. Überragend. Ich glaube, 9000 ist tatsächlich das Höchstpunktzahl. Und ich glaube, ich habe... Ah, nein, ich bin nicht mal. Schuss. Das ist... Ist das die Höchstpunktzahl wahrscheinlich? Ja? Nächste Übung. Abwehrszenarios. Verhindere gegnerische Tore. Ah, das ist das. Ach, das ist das. Ah, da muss ich das ja tatsächlich verbessern. Tipp, versuche die durch Spielerwechsel noch mehr Passwege zuzustellen. X zustellen. Halten, zustellen. Ah. L1 Spielerwechsel. Kreis halten, Torwart raus. Also Kreis, was glaube ich? Dreieck, Torwart raus. So, jetzt dann. Ah, ich muss selber das machen, Gott. Ah, ich muss... Ah, ich kann also tatsächlich... Ja, das wird schon gehen. Komm schon. Schuss. Ja, den Zweikampf muss... Ah, Moment, wo bin ich denn? Ach, das sind jetzt zwei. Zweikampf. Komm schon, ich will doch nur... Ich will nur... Das probiere ich nochmal. Zeit haben wir noch ein bisschen. Eins. Zwei. Ach komm, schon echt jetzt?
Ja, komm schon. Ein Fehler und es ist gleich vorbei. Ja, jetzt habe ich einen. Das war tatsächlich gerade Glück, glaube ich. Ja, noch zwei Versuche habe ich. Gegner wurde gefoult. Na, lasse ich jetzt so Ergebnisse ansehen. Ja. So, das war's mit der Folge und wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns. Tschüss, euer Gladius.